Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Factorio. Und heute habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe einerseits vorbereitet, dass ich hier Eisen, Kupfer und Stahl produzieren will. Dafür ist der Strom im Weg, der soll hier hin. Das habe ich gelb markiert. Dann habe ich einmal einmal hier oben gesagt, der soll mir diese grünen Greifarme machen, die Stapelgreifarme, und genau hier in der Nähe habe ich das irgendwo hingesetzt, provisorisch erstmal. Genau hier, dass wir nochmal Heizkessel und die anderen Dinger bauen, dass wir dann das hier sortieren können. Wobei ich sehe gerade, die stecken wahrscheinlich nicht so hoch. Aber egal. Ja, das wird alles gebaut. Wie ihr seht, habe ich auch schon ein bisschen geplant. Das ist unser neues Energiesystem. Das sind 216 Solarpanels zu 164 Akkumulatoren. So wie ich das im Internet jetzt mitbekommen habe, also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, und da heißt es, auf 100 Solarpanel 84 Akkumulatoren. Das heißt, 100, also die Zahl, die man hier hat, in dem Fall sagen wir mal 100 Solarpanel einfach mal 0,84, und dann weiß man, wie viele Akkumulatoren man hat. Und das, was wir jetzt hier haben, ist ein bisschen overbuilded. Wir haben jetzt 216 Solarpanel mal 0,84 sind 181,44. Das heißt, sie können 181,44 Akkumulatoren könnten sie voll machen damit, weil wir die Steam Engine auch noch haben und ich ein bisschen mehr lagern wollen würde. Haben wir auch mehr hier, das ist auch an sich nicht so Problem. Im Endeffekt sind es halt einfach nur drei quasi zu viel, und das ist eigentlich völlig fein. Das Problem ist halt, ihr seht, innen drin sind keine Radars, das heißt, wir können das nicht überall hinsetzen. Und ja, was ich jetzt als allererstes machen wollen würde, ist einmal das hier eben gerade einmal wegnehmen. Dann habe ich mir davon schon einen Blueprint gemacht. Da ist es. Das packen wir dahin. Ah ja, genau. Und der und der müssen auch weg. Das passte sonst nicht gut. Und dann klatschen wir den da drauf. Und die können wir auch noch kurz einmal einsammeln. Und da verteilen. Und dann können wir das an sich nochmal hier hinsetzen. Ihr seht, das passt mit den Dingern nicht, mit den Radaren nicht. Das ist aber völlig fein für mich in dieser Situation gerade hier. Der weg. Und was habe ich hier gebaut, Alter? Das eben noch einmal komplett weg. What the heck? Das ist ja mal völlig, völlig bad platziert, Alter. Na gut, ihr da oben wisst jetzt nicht, was er machen soll, ne? So muss das nämlich. Zack. Akkumulator im Weg. Da unten, ne? Das ist aber völlig fein. Dann das Teil weg, der da weg, der hier weg, und der hier oben einmal weg, und dann packen wir hier noch einen hin. Wie gesagt, der Nachteil ist natürlich, die Dinger sind jetzt nicht mit Radaren bestückt, was ein bisschen doof ist, aber die können wir sonst so erstmal hier sonst irgendwie klatschen oder so, keine Ahnung. Gucken wir dann. So, zwei haben wir, also drei. Diese Ecke finde ich eigentlich ganz gut, wenn das so in der Ecke ist. Dann kommt das hier eben einmal weg und das hier, und dann machen wir die, wobei das sonst möglich ist, hier wieder hin. Das sind doch die mit den Lasertools, ne? Genau, zack. Ich meine, die stören da jetzt nicht groß, die kann man eigentlich stehen lassen. Aber ja. What the heck, warum kommt ihr wieder in mein Inventar? Die komischen Roboter. Ja, hast du es bald?
Weg mit euch. Okay. Soweit das erstmal. Das ist völlig okay. Wir haben schon wieder werden angegriffen. Ja gut. Ist nicht so schön. Wir haben auf jeden Fall unsere Forschung fertig, was ziemlich gut ist. Dann würde ich jetzt nämlich als nächstes drauf gehen, dass wir einmal noch ein bisschen in Lasergeschütze forschen. Und ansonsten würde ich, glaube ich, die Teile erstmal alle forschen, die nicht die gelben brauchen, weil da haben wir momentan einfach mit am wenigsten. Das Teil, wie gesagt, würde ich gerne umbauen. Da kommen wir jetzt zu. Da haben wir nämlich auch die Kohle und aus dem Grunde würde ich das auch gerne hier überall mit reinpacken. Und ja, hier haben wir nämlich auch Wasser. Die Sache ist, ich würde das Ding, glaube ich, gerne. Wir machen mal meine Roboports gerade aus. Das hier eben gerade einmal zumachen. Am besten so weit, dass wir das Teil hier einmal drauf platzieren können. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Huch. Ist das? Nee, das wollen wir. Okay. Dann vergrößern wir das. Mit Plus auf dem Numpad wollen wir es größer machen. Wir machen das erstmal so groß. Wir müssen eh ein Stück weiter rüber, glaube ich. So. Das ist gar nicht so gut. Da können wir aber hier Abhilfe schaffen. Weil der erste stehen sollte, das gleich eh gut sein. Wenn dann Laser-Turret hinkommt. Nein, ich muss jetzt hochlaufen. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so die Lust. Der wird voll abgetrieben. Meine, so Roboter reparieren dagegen echt gut. Ja, es wird dann auch eine Qual, weil ich wollte hier oben an das Kupfer ran. Das heißt, da muss ich auch noch komplett protecten. Und hier an das Eisen wollte ich auch noch ran. Deswegen geht auch der Strom nur bis hier. Und ich denke, das reicht auch vollkommen, wenn wir das jetzt auch gleich noch mit einnehmen. Oh lol, schon quasi fertig, Alter. Zack. Heißt, hier müssen wir aber noch mal ein Stückchen weiter. Ich würde mal sagen, so. Zack. Ich hoffe nur, dass die Pumpen jetzt noch weiter Wasser pumpen. Sieht aber gut aus. Und dann packen wir hier gleich das Blutchen wieder drüber. Und aber noch ein kleines Stück. Ist fein noch, aber ich will auch nicht zu viel Wasser verdecken. So, dafür machen wir übrigens die ganzen Landmarks. So, das können wir dann schon mal hinpacken. Da unten fehlt noch ein bisschen was, das ist aber völlig fein. Können wir den auch noch mal hier, dass der Weg da weitergeführt wird. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir dieses Zeug hier am besten bauen, diese Dinge. Das heißt, Heizkessel haben wir jetzt 100 Stück. Ich glaube, die sollten mehr als ausreichen. Von denen sollten wir uns nochmal welche holen. Machen wir erstmal so. Dich wenden wir erstmal. Ich würde das Prinzip an sich gerne beibehalten, glaube ich. Weil das ist an sich nicht schlecht. Nehmen wir jetzt mal das mittlere hier. Bis dahin. Zack. Und das packen wir im besten Fall irgendwie da vielleicht hin. Sache ist, wir können das hier nicht richtig spiegeln, ne? Doch. Würde genau da reinpassen. Wir den eben kurz einmal rausnehmen. Genau, unsere Roboter eben anmachen. Die übrigens kann ich nicht wegtun, das war nur zum Bauen. Dann hätte ich doch gerne mal wieder ein bisschen Landmark auch nochmal.
das Teil dahin zum Spiegeln, weil es passt perfekt hier mit rein. Das ist, hätte ich nicht mit gerechnet. Soll das aber in diese Richtung gehen. Ich hätte es gerne noch einmal hier. Problem ist, das werden wir nicht so einfach machen können, oder? Wir könnten noch eine Reihe dazu packen. Auch nicht ganz. So. Ich meine, das ist eigentlich relativ wumpe. Weil wir hier ja quasi self-made machen können. Dann bräuchte ich davon aber erstmal welche. Davon. Ich glaube, ich bleibe auch bei der Zweier-Kombo hintereinander. Bin mir noch nicht ganz sicher. Also ein bisschen Platz, klar, sollten wir auch lassen, um das Wasser hin und her transportieren. Aber ich glaube, ich würde noch eine Reihe gerne mit reinpacken. Darum hätte ich jetzt die Dinger gerne. Jawohl. Dann holen wir uns aber erst die. Dann haben wir hier den ersten. Dann kam da ein Ventil noch dazu. Und der dazu, ne? Genau. Haben wir die noch da dran. Und die standen da direkt hinter, quasi so. Dann, sollen wir es aber auch hier die richtige Seite von markieren. So. Ja gut, das heißt, den können wir hier eh knicken, weil der viel zu nah dran ist. Hier wäre das höchste der Gefühle. Problem ist halt das Wasser. Ja gut, das können wir hier sonst rüberführen noch, ne? Okay. Da heißt, wir drehen das ja eben einmal. Und dann würde ich jetzt einmal sagen, das hier kopieren. Dann das dahin packen. Haben wir ja immer noch nicht hingeschafft, die hinzusetzen. Hätte ich da überhaupt keinen Bock da hochzulaufen, ne? Mann! Ich will den Strom weitermachen jetzt hier. Also wenn wir expandieren können, ey. Scheiß Viecher hier. Oh, Laser-Turret stehen. Okay. Da bräuchten wir eigentlich noch ein paar Pumpen. Die können wir aber gleich unten irgendwie machen. Muss darüber. Das Teil nochmal hier hinstellen. Sagen, du machst mal eben Pumpen. Und dann ja seine Anforderungsliste mit Greifarm da rein und zack. Voll dazu dafür sagen. Das reicht auch, wenn der voll ist, so. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt diese den ganzen. Da ist nichts anderes mit bei, okay. So. Zack. Zack. Der noch hin. Der noch dahin. Und den einmal komplett drehen. Der hier kann natürlich weg, das Stück. So. Das ist schon mal das erste. Das sieht actually ziemlich gut aus. Dann würde ich jetzt einmal das ganze Ding mitnehmen. Und das dann hier reinpacken, wenn das Radar weg ist. Das kann, glaube ich, stehen bleiben, ne? Genau, zack. So, dann muss das hier wieder weg. Und was machst du denn hier so random drin, Alter?
kann der da noch rein. Wunderbar. Okay. So. Das ist schon mal fein. Einmal die Lampen dabei. Sehr geil. Okay, das heißt, wir müssen die dann nur miteinander verbinden. Wasser, ich würde auf jeden Fall pro Ding eine Wasserpumpe haben. Sollten aber erst das Ding in Betrieb nehmen, bevor wir den zum Beispiel rausnehmen. Das wäre, glaube ich, ein Vorteil. Nur diese Kessel und so, das fehlt, ne? Das ist aber klar. Jetzt Kessel 4. Achso, da habe ich natürlich auch gehört, das zu machen. Ich weiß ja nicht, wie viele wir noch extra brauchen. Erstmal eben auf ein limitieren. Weil wir haben eh wahrscheinlich gleich keine Öfen mehr, das ist völlig okay dann. Genau, hier kommt auch nochmal das Teil hin. Warum steht da manchmal random diese Dinger dran? Aber mit B kann ich gut mit dem auch machen. Okay. Der auch noch hier rein. Ich hatte mir überlegt, die Kohle einfach immer weiter zu schieben. Da will ich nicht ran, weil das will ich erst komplett abbauen. Und jetzt, wo hatten wir denn die Kohle? Die bauen wir sogar schon auch ab. Hier. Die würde ich dann hierfür benutzen. Das heißt, von hier einmal nach oben und einmal nach unten splitten. Weil wir arbeiten hier schon mit Robotern. Ist die Frage, ob wir damit überhaupt genug uns genug holen können. Dann würde ich aber so arbeiten, denke ich. Dann ist mein Inventar relativ voll, beziehungsweise die Sachen, die wir bestellen. Stahl und das brauchen wir erstmal nicht. Dann würde ich jetzt einmal mir die Stapeldinger anfordern lassen. So. Du forderst Kohle an. Bis 1000. Ich weiß nicht, wo steckt denn Kohle? Das ist halt die Frage. Bis 50. 100. Oh, das sind 203. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Das sind 1000, 2000. Das sind 2100, 2200, 2300, 2400. Dann sagen wir doch einfach, du forderst an 2400. So, fordern die jetzt alle an. Demnach brauchen wir aber auch diese Teile. Ich mal eben hier hin. Ich ärgere es halt nur, dass die nicht komplett das Feld füllen. Das können wir aber ändern, indem wir das hier machen. Dadurch würden beide Dinger gefüllt werden. Dann brauchen wir einmal den hier. Zack. Und ich habe übrigens auch keine Ahnung, ob das ausreicht, ob wir da, ob das vielleicht zu wenig ist oder so. Dann müssen wir hier eventuell auch nochmal diese Kohleanbieterkisten bauen und fertig. Wie gesagt, habe ich keine Ahnung, ob das ausreicht. So, dann machen wir hier das gleiche. Zack. Ich wollte eigentlich auch noch einen Stein ran, ne? Kommt dann vielleicht. Gucken, momentan brauchen wir es ja noch nicht. Zack. Da noch einen hin. Und demnach müssten wir hier dann auch. Nehmen wir einmal. Das hier. Ich führe dann erstmal das. Die sind auch so eingestellt, ne? Wunderbar. Dann packen wir hier auch so ein Teil hin. Den dahin. Wobei hier sollte man eventuell da drauf gehen, dass wir die hier einmal drehen. Und die. Ja, die müssen eigentlich nicht drin. Super. Okay, dann würde ich jetzt nicht gerne den Robo-Portier fertig. Ich habe keinen dabei.
Ruheport? Nee. Weil dann würde ich nämlich gerne. Wie machen wir das dann? Hier einfach straight nach oben laufen lassen und dann. Das lassen wir erstmal. Dass das da reingehen kann. Dann brauchen wir Lagertruhen. Die sagen wir, da wird aber nur Kohle drin gelagert. Zack, können wir auch gerne bis hier machen. Die haben wir noch weg. Die hier hin. Dahin. So. Und das gleiche natürlich auch nochmal in das gleiche Spiel. Zack. Falsch. Alles so. Zack. So, wunderbar. Dann kommt jetzt hier einmal. Einmal so, dass wir den untersten haben. Zack. Und dahin. Zack, zack. Und zack. Wir sammeln jetzt ohne Ende Kohle ein. Was sehr Feines. Okay, Video auf einmal. Runtergesplittet nochmal. Wunderbar. Dann brauchen wir die Pumpen, genau. Sollten wir jetzt schon mal eben einmal die grobe Verbindung machen. Das damit verbinden. Genau wie den hier. Zack. Zack. Mal gucken, ob wir einfach alles in eins quasi reinballern und das dann da rausgeht. Oder ob wir das nochmal ändern. Okay, die sind verbunden soweit. Die auch. Ich glaube, wir sollten das auch als erstes mit in Angriff nehmen, dass wir starten quasi. So, dann der dahin. Der da. Der da. Und noch zwei weiter. Okay. Dann hätte ich gerne einmal meine Pumpen. Die haben wir. Ist jetzt nicht so viel, aber ist fein. Machen wir erstmal provisorisch erstmal einen an jeder Ecke quasi. Habe ich keine Rohre mehr? Krass. Davon habe ich super viele. Einmal mit Rohre, die sollten relativ schnell kommen. Haben wir ein paar auf Lager. Dann. Die würde ich gerne einfach so lang ziehen. So. Dann. Würde ich das Teil auch gerne noch einmal kurz cutten und hier reinpacken. Dann können wir die nochmal miteinander verbinden. Wieder auch nochmal. Dann kopieren wir uns das hier. Und fügen das da ein. Lohnt sich nicht. Weil es hier eigentlich auch dämlich ist. Aber gar nicht so sehr. Dann machen wir hier noch einmal. Zack. Okay, dann ist der auch nochmal irgendwie verbunden. Einfach nur for the safetyness, dass wir die irgendwie alle auch richtig miteinander verbinden hier. Zack. Dann würde ich das gerne nehmen. Huch, war ein bisschen sehr weit.
so und so. Und der geht hier noch dran. Okay, sind alle so semi miteinander auf jeden Fall verbunden. Wir müssen halt nur auf die Teile fertig gebaut werden. Das ist aber völlig fein. Also sie produzieren jetzt Wasser, Schein. Wir gehen mal nach ganz, ganz hinten. Gut, hier wird natürlich noch nicht benutzt, aber hier hinten können wir das dann auch noch mal eben. Zack, da miteinander verbinden. Und hier, ich weiß nicht. Müssen wir das noch verbinden? Eigentlich nicht, oder? Okay. Aber ihr seht, die Kisten füllen sich. Das ist schon mal sehr geil. Und ihr seht auch jetzt auf der Karte, was hier für ein Gewusel ist. Und wir haben... Es sind nicht so viele im Einsatz, aber es ist auch eine relativ kurze Strecke. Und die müssen dann ja hier später auch nochmal. Aber die Kohle geht auf jeden Fall komplett bis hinten durch, was sehr, sehr fein ist. Stromtechnisch sieht es auch ganz gut aus, glaube ich. Wie gesagt, ich würde da gerne ein, zwei Pumpen dazu machen. Ich weiß nicht, wie das ist, vorsichtshalber unten auch nochmal eine. So, weil dann gehen die Pumpen nämlich später auch nach oben mit hin, da so in dem Bereich, und dann hätten wir das soweit fertig. Das ist schon mal sehr nice. Das heißt, rein theoretisch könnten wir sagen, dass wir das hier schon mal alle rauscutten. Das hier auch. Weil es wird ja alles direkt wieder verwertet dann. Zack. Das ist auch alles weg. Und dann können wir das auch mal eben kurz noch einmal wegmachen. Das ist die weg, die da weg. Die ganzen Teile hier weg, weil dann können die benutzt werden direkt. Und die Pumpen bringen wir auch gleich einfach hier mit an. Da sollten wir auf jeden Fall mehr als genug Pumpkraft haben. Ich weiß ja nicht genau, ob die Rohre irgendwann quasi nachgeben. Das weiß ich nicht. Fühlt sich aber, das ist sehr gut. Und ja, es fehlen halt noch ein paar, ne? Soweit das da. Davon fehlen halt welche. Die sind quasi fertig. Jetzt die können wir eigentlich aber auch so machen. Aber ich brauche da später auch noch welche. Aber ich glaube, das ist hier oben, die wir da haben, ist mehr als genug für das Gebiet hier. Da müssen wir eh gucken, weil da ist auch noch mal das coole Ding dann im Weg, ne? Daran habe ich natürlich auch nicht gedacht. Packen den jetzt erstmal da drauf. Und da drauf. Zack. Können sie hier auch nochmal sich ein bisschen aufladen, die Roboter. Ja gut. Würde ich sagen, dass wir eventuell erst im nächsten Part uns dann um Eisen und so kümmern. Jetzt ist einfach Strom das Wichtige. Was cool wäre, ist, das passt aber glaube ich damit nicht hin, ne? Wir testen das einfach mal. Wenn ich das hier eben einmal das hier einfach alles kopieren wollen würde, dass ich so festhänge. Und das hier einfügen. Machen das mal eben. Und dann müssen wir gucken, was wir hier eventuell wegmachen, reduzieren, wie auch immer müssen. Also einen könnten wir auf jeden Fall noch rein. Dann gucken wir mal. Wird ein höher als der Paul, das heißt das hier. Das würde klappen. Hier könnte ein bisschen eng werden, das hin und her zu schieben. Würde aber auch funktionieren. Hier sollten wir auf jeden Fall das eben einmal rausnehmen alles. Vor die Safety ist nicht, dass da irgendwie was hinläuft oder so. Aber das sieht sonst ganz gut aus. Die Teile gehen bis hierhin, die kann man dann einfach rüberziehen mit. Ja, das heißt, wir müssen da eventuell ein bisschen zurechtstutzen. Das Eisen könnte da ein bisschen im Weg sein, aber dann würden wir einfach hier ein paar rausnehmen. Aber das fände ich cool, wenn wir hier noch weiter hinkommen würden noch. Wir stoppen das einmal.
stoppen die Kohle hier einmal. Oh, der kann hier auch weg. Der auch. Zack. Das war da auch einmal kurz weg hier. Ja gut, die Kohle werden wir wahrscheinlich alles aussammeln müssen. So. Das würde ich dann auch gerne noch ein bisschen anders setzen. Ich weiß auch noch nicht genau, wofür der hier nochmal ist. Aber das sollte ja kein Problem. Ah, der ist dafür. Das heißt aber auch, weil hier die Kohle. Die kann erstmal weg. Und dann kommen wir aber hier nicht durch, oder? Ne, wir kommen so gerade durch. So. Dann. Und der arbeitet eh nicht mehr. Also wir können hier sogar noch ein bisschen näher rangehen. So. Da müssen wir eventuell auch nochmal kurz wegmachen dann. So. Dann kann das hier eben einmal raus. Der hier raus. Das da und das. Und die beiden. Wunderbar. Haben wir hier noch unser Blueprint. Setzen wir da mal hin. Wobei wir das ja einmal noch killen müssen. Dann. Hier ist natürlich ein bisschen doof, ne? Aber das kann man auch ganz einfach lösen. Wir gehen hier mit rüber. Und lassen das dann da reinfließen. Und dann machen wir hier nochmal einen Splitter hin. Das können wir auch so machen, dann ist das sogar noch 1,2 rein. So, dann nochmal unser Dings nehmen. Da an die Roboports kann man das gut festhalten. Der, da sollte auch einmal raus. Genau wie... Der muss nicht. Ja, moin. Das ist ja nice. Hier ist der letzte da. Das ist aber ganz ehrlich gar nicht so dramatisch schlimm. Den packen wir einfach raus. Nehmen den hier auch weg. Dann kannst du auch einmal kurz weg. Dich brauchen wir dafür, ne? Gehen wir einfach diese Linie weiter. Und dann können wir dich auch damit anschließen. Weil das ist ja eh nicht so viel Wasser, was wir dafür verbrauchen. So. Hier geht der drüben ran. Wo sind wir rausgekommen? Hier, ne? Zack. Gut, hier ist das jetzt ein bisschen gemurkse dann. Aber das kriegen wir, denke ich, auch hin. Warum habe ich denn hier kein Ding mehr? Weil hier der Roboport im Weg ist, ne? Zack. Dann kommst du und du hier weg. Was bist du hier? Auch keine Daseinsberechtigung mehr wirklich, ne? Dann kann das hier eben einmal alles weg. Bis dahin. Oh damn. Wir brauchen natürlich irgendwie die Kohle hier noch rein, ne? Gut, da habe ich jetzt gerade nicht so ganz dran gedacht, aber das kriegen wir auch noch hin. Wir können hier zwar mit rangehen, aber ich möchte die Kohle wirklich nur dafür haben. Zack. Zack. Das da einmal hin. Das noch da. Zack.
Okay, da. Und jetzt noch eben kurz ein Balk fertig machen, was dann da lang geht. Also das kann ja erstmal weg hier direkt. Können wir sonst provisorisch mäßig, provisorisch wie auch immer alles ist hier, ne? Können wir auch wieder hier ziehen. Keine Ahnung, wofür das ist, das packen wir einfach mal damit rein. So, für den Fall der Fälle. Dann. Das soll ja eh irgendwann abgelöst werden, das Teil hier, ne? So, dann kommt der da rein. Hier lang. Oh. Das war nicht so gut. Kohle kann weg, weil die kann ja eh gut gebraucht werden bei uns im System. Hier stehe ich aber nicht im Roboport-Bereich. Das ist aber eigentlich völlig okay. Stehe ich nur nicht, weil du keinen Strom hast. Dann würde ich doch gerne auch davon welche anfordern. Aber wir können auch erstmal dir das Ding geben. Wäre ohne Strom, wie so ein Netzwerk, das ist gar nicht so geil. Ja, erstmal wirklich pro so schon den dahin klatschen. Oh. Hast du ein Netzwerk mit? Okay, das heißt, haben wir jetzt noch Pumpen über. Erstmal sind die alle weg. Hier kannst du noch mit rein. Das hier kann auch alles eben einmal weg. Und pumpen, pumpen, pumpen. Da, einen haben wir noch. Sehr gut. Packen wir damit hin. Rein theoretisch sollte alles laufen. Wenn wir genug von den Dingern hätten. Das ist völlig okay. Hier fehlt ein Splitter, warum auch immer. Hier geht es so. Das heißt, wir können es versuchen. Erstmal die hier raus. Das da auch mit weg. Die hier alle weg. Das schon würde ich erstmal stehen lassen. Keine Ahnung, ob man das braucht oder nicht, aber falls man es brauchen sollte. So. Zack. Und das Ding werden wir jetzt auch einmal ab da kappen. Das kann von mir aus auch so da reinkommen. Wir kopieren uns das hier. Klatschen den damit drauf. Weil wir dann die wegmachen können. Und das heißt, das alles hier weg. Zack. So. Das da weg. Das und das hier weg. Und dann kann auch das hier alles weg. Kohle kann einmal kurz bei mir bitte entleert werden. Dann das und das. Und das hier. Ich meine nämlich aus, dass das nämlich von unserem System hier aufgesammelt wird alles. Zack. Und da fliegen sie alle mit der. Welche bringen sie weg? Welche benutzen es gleich hier zum zu bauen und alles sehr, sehr schön. Zack. Das heißt, das Feld ist frei. Das heißt, wir können im nächsten Part anfangen, die Sachen da zu machen. Und wie das sieht aus, wie mit der Kohle, sieht es ganz okay aus. Wir haben noch ein paar Pumpen über. Die würde ich jetzt erstmal direkt mit anschließen. Ob man die da jetzt braucht oder nicht, das, ja, das haben wir dahingestellt. Wo haben wir die denn? Ach, haben wir gar nicht. Stimmt, das System hat die auch gesammelt. Wir bestellen uns mal eben alle Pumpen, die wir haben. 8 Stück. 5 insgesamt, okay. Da sind sie.
Zack. Und der sieht auch schon ziemlich gut aus. So, du machst keinen Sinn hier. Genauso wenig wie du. Sehr, sehr schön. Warum haben wir hier keine Roboports? Das weiß auch keiner, ne? Zack. Da fehlt der eine, das ist fein. Hier sind eigentlich genug auf dem Weg hin. Vielleicht sollte man da noch ein, zwei hinsetzen. Einfach so, dass jeder quasi einen einzelnen eigenen Roboport hat von den Dingern. Wir können uns auch wieder aktivieren jetzt. Und wie ihr seht, fliegen die kleinen Bienchen jetzt schon sehr schön hin und her. Hier, da sind immer noch, ja, es werden Roboports halt benötigt, das ist ein bisschen das Problem. Aber wir sollten jetzt strommäßig, was auch immer du hier machst, wir gucken mal kurz auf die Map weiter. Strom. Ja gut, das sieht halt eben ein bisschen, also, ja, wo noch ein, zwei, die da sind, die da eigentlich nicht hingehören. Hier fehlen sogar welche, die nicht mal mit drin sind, aber okay. Dann nehmen wir doch einmal hier unser Blueprint. Klatschen das da drauf, dann sind die beiden auch fertig. Na gut, wir haben auf jeden Fall jetzt fett viel Stromgedöns gebaut. Das sagt unser Ding auch und sagt, hey, ist alles supi. Ja, hier ist halt ein bisschen Konflikt und so. Ja, hier haben wir die auch ausgebaut und so. Das ist jetzt einfach erstmal ein bisschen gucken. Und Solarpanel natürlich auch nebenbei immer weiter upgraden. Was ist denn mit den Dingern? Haben wir da echt nicht genug von? Uns fehlen noch von den Dingern welche. Das ist aber an sich kein Problem. Dann nehmen wir uns das Ding, packen das dahin. Da macht da nochmal welche von. Mit einer Anforderungskiste. Zack. Zack. Und dann sammelt er die da rein. Und wenn die fertig sind, sammle ich die einfach per Hand. Aber gut, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben unsere Energie, wie woanders hin gemacht. Im nächsten Part kümmern wir uns darum, dass wir Eisen, Kupfer und Stahl herstellen. Wahrscheinlich nicht alles auf einmal, sondern müssen gucken. Und ich sehe gerade, das sollten wir auch eben fixen. Ja. Und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung, Kommentar freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye bye.